Hallo Thomas und herzlich willkommen zurück auf dem Betzenberg. Wie ist es für dich, wieder hier zu sein? Ja, sehr schön, sehr speziell auch. Ein bisschen surreal, muss ich sagen, nach so vielen Jahren wieder zurückzukommen. 17 Jahre ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, aber es ist auch immer wieder schön, alte, bekannte Gesichter zu sehen. Wie kam denn der Kontakt nach so langer Zeit auch mit dem FCK wieder zustande? Was war ausschlaggebend für deine Entscheidung und hast du lange überlegen müssen? Ja, Kontakt war immer mal wieder da. Ein bisschen enger wurde es, als Rainer Kessler mich angerufen hat. Da war ich noch bei PSV Eindhoven. Das hat sich dann ja ein bisschen länger hingezogen. Es war noch nicht klar, wie die finanzielle Situation des Vereins sich entwickelt. Das war ja auch eine schwierige Zeit. Dann hat sich das alles gebessert und wir hatten dann noch mal einen engeren Kontakt im Winter über Markus Merk und hatten dann eine Sitzung mit Merck, mit Kessler und mit Sören Oliver Vogt hatten wir einen guten Austausch, diese normale Sondierungsgespräche. Aber es war relativ schnell klar, dass beide Seiten zusammenkommen wollen. Und für mich war auch klar, dass ich so in einem Verein mit so einer Strahlkraft, wo man als Jugendspieler groß geworden ist, schon trotz dieser Langdistanz eine spezielle Verbindung noch hat. Und ich freue mich riesig auf diese Aufgabe, bin mir auch der Verantwortung sehr bewusst. An der Seite von Sören Oliver Vogt bist du ja jetzt auch tätig. Er war bisher alleiniger Geschäftsführer. Du jetzt als Geschäftsführer Sport, welche Aufgaben wirst du übernehmen? Wie werdet ihr euch das jetzt aufteilen? Ja, wie der Name schon sagt, Geschäftsführer Sport ist für sportliche Dinge zuständig. Da werden wir uns ergänzen und jeder in seinem Bereich alles dafür tun, dass der Verein wieder Erfolg haben wird. Ganz offiziell beim FCK bist du jetzt seit dem 1. März noch ganz frisch. Stand ja aber schon ein paar Wochen fest, dass du kommen wirst. Wie hast du jetzt diese Zeit zwischen Bekanntgabe und offiziellem Amtsantritt genutzt, um dich mit dem FCK so ein bisschen noch mal intensiver zu beschäftigen? Ja, man ist ja immer informiert in unserem Beruf und klar geht man dann mehr in die Materie rein, arbeitet sich ein. Über Internet hat man ja viele Zugänge heutzutage. Aber es ist auch wichtig, den alten Job abzuschließen, um dann voll motiviert in den neuen Job reinkommen zu können. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Sprichst es schon an, du hast nach deiner Spielerkarriere einige spannende Stationen, warst der Scout und Kaderplaner, nicht nur in Deutschland, auch in England, in Holland tätig, dann Sportdirektor bei Alemannia Aachen. Hast du diesen Plan der Karriere nach der Karriere schon länger gehabt, auch während deiner aktiven Zeit, oder wie bist du da jetzt so reingekommen? Ja, planen kann man eigentlich im Fußball eher weniger. Das war ja in der Karriere auch so. Das ergibt sich alles, der Weg kommt. Für mich war klar nach der Karriere eigentlich, dass ich Trainer werden wollte. Habe auch meine Scheine gemacht bis zum Fußballlehrer und habe dann auch 2 Jahre das NLZ geleitet bei Alemannia Aachen. Habe 1 Jahr Trainer gemacht für die Amateure. Bin aber dann über einen Zufall dann zum Scouting gekommen beim FC Everton, meiner ersten Station. Und muss dann sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann ergeben sich solche Lebensläufe, weil ja auch in dieser Branche die Fluktuation ein bisschen höher ist. 4 Jahre beim Premier League Club ist relativ lange. Aber danach die ganzen Erfahrungen mit HSV, mit West Ham und speziell PSV und Alemannia Aachen, diese ganzen Erfahrungswerte zusammen sind unheimlich wichtig. Dynamisch, modern, frisch, innovativ, hungrig auf Erfolg. So hatte ich Markus Merk beschrieben, als wir bekannt gegeben haben, dass du herkommen wirst. Sind das alles Attribute, mit denen du dich auch selbst beschreiben würdest? Also dynamisch war ich noch nie auf dem Platz. Ne? Also dynamisch und frisch ist auch in dem Alter, wo ich bin, jetzt relativ. Aber klar ist man hungrig auf Erfolg. Die Aufgabe macht einfach riesig Spaß. Die Motivation ist extrem hoch. Und das sind schon Attribute, die man auch braucht. Durchhaltevermögen, Stehvermögen, gute Nerven. Das sind noch ein paar Attribute. Aber mir macht schon riesig Spaß hier. Ja. Gute Nerven sind vielleicht auch gerade jetzt wichtig. Der FCK ist in einer sportlich schwierigen Situation. Das letzte Saisondrittel ist angebrochen. Wo werden für dich jetzt die größten Herausforderungen liegen, um positiv auf das sportliche Geschehen einzuwirken? Ja, in einem Fußballverein steht und hängt alles vom sportlichen Erfolg ab. Ich glaube, die Mannschaft weiß das auch. Und der Trainer und die Mannschaft sind auch enger zusammengewachsen. Ich denke schon, dass jeder weiß, um was es geht, um die Existenz des Vereins, aber auch um die eigene Existenz, um Arbeitsplätze. Und in den letzten 12 Spielen gilt es natürlich, so viele Siege wie möglich einzufahren. Am besten 50% des Ganzen, dann sind wir sicher drin. Aber es wird ein harter Kampf bis zum Ende. Das ist jetzt die eine Herausforderung, die du hast. Die andere ist es, dass man sich ja im Frühjahr oft schon auch mit den Planungen für die neue Saison beschäftigt. So ein Spagat, den du schaffen musst. Wie wird denn jetzt konkret dein Arbeitsalltag in den nächsten Wochen aussehen?
Ja, viele Meetings, viele Arbeitergespräche, ja, Vorplanungen in dem Sinn, dass man einen Kader planen kann unter gewissen Voraussetzungen, aber auch mit der Jugendabteilung die Planung voranzutreiben für die kommende Saison. Aber auch da zielführend kann das erst werden, wenn man natürlich eine gewisse Planungssicherheit hat. Dann wünschen wir dir für deine Aufgaben viel Erfolg und freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank.